17%, also als Zinssatz bei der Bank, ist das ja ein Traum. Aber die 17% bei der Uniwahl stehen für eine geringe Wahlbeteiligung. Wer alles gewählt wurde und warum nur so wenig Studenten in den Wahlkabinen waren, erfahrt ihr jetzt. Am 19.05. war es wieder soweit. Studenten konnten Vertreter für die Hochschulgremien wählen. Doch am Wahltag selbst herrschte in den Wahllokalen nur gähnende Leere. Dementsprechend niedrig fiel auch die Wahlbeteiligung aus. Also wir haben dieses Jahr eine Wahlbeteiligung von ungefähr 17%, was schlechter ist als letztes Jahr. Da hatten wir Rekordwahlbeteiligung von 20%, aber in unserem guten Mittel liegt. Also wir hatten schon viel weniger und ja, ist normale Wahlbeteiligung, aber schlechter als letztes Jahr. Die Martin-Luther-Universität hat insgesamt ca. 16.000 Wahlberechtigte. Davon waren in diesem Jahr nur 2.751 wählen. Und wo waren die anderen? Nein, ich war leider nicht wählen. Ich war nicht wählen. Also ich war nicht den Studentenrat wählen, weil ich ehrlich gesagt gar nichts davon wusste. Weil ich nicht mehr so den wahnsinnigen Bezug habe, ist nicht mein erstes Studium, sondern schon mein zweites Studium. Und deswegen bin ich da nicht mehr ganz so integriert. Aber ich war früher immer fleißig wählen. Weil ich zu spät gekommen bin und die gerade die Kisten zusammengeräumt haben. Nicht dran gedacht, keine Lust. Das wurde mir dann erst 3 Tage später ungefähr, habe ich das dann durch Freunde erfahren und ist natürlich schon schade. Ich habe es leider vergessen. Ich wollte wählen gehen und dann habe ich es vergessen. Also ich war auch nicht wählen, weil ich gebe in 2,5 Wochen meine Diplomarbeit ab und von daher ist mir alles egal. Ach so. Und hast du in den letzten Jahren wenigstens fleißig gewählt? Nee, nie. Also auch in diesem Jahr wieder eine recht geringe Wahlbeteiligung. Dennoch gab es einige Studenten, die ihre Stimme abgegeben haben. Obwohl die Wahlprozedur dieses Jahr um einige Wahlzettel mehr ausfiel als in den vergangenen Jahren. Grund war das Superwahljahr. Neben den jährlichen Wahlen der studentischen Vertreter für die Hochschulgremien wurden dieses Jahr auch die Vertreter der Lehrenden und Angestellten der Universität für den Senat und die Fakultätsräte neu gewählt. Während im Senat und in den Fakultätsräten nur ein paar Studierende sitzen, bestehen Stura und die Fachschaftsräte vollständig aus studentischen Vertretern. Dabei beschäftigt sich der Stura mit allgemeinen Angelegenheiten der Studierenden. Die Fachschaftsräte beschäftigen sich hauptsächlich mit Fragen, die den eigenen Fachbereich betreffen. Der Senat und die Fakultätsräte entscheiden über finanzielle und rechtliche Fragen der Universität und der einzelnen Fachbereiche. Trotz dieser wichtigen Entscheidungen bleibt die Frage nach den Gründen der niedrigen Wahlbeteiligung. Wir vermuten, dass die Wahlbeteiligung dieses Jahr schlechter war als letztes Jahr, weil die Werbung vielleicht nicht optimal war und weil das Wetter so schlecht war. Also es hat ja den ganzen Tag durchgeregnet, was viele Studenten, die nichts in der Uni zu tun hatten an dem Tag, wahrscheinlich zu Hause gehalten hat. Wem es nicht egal ist, was an der Uni passiert, der lässt sich auch nicht von schlechtem Wetter und zu kleinen Flyern abhalten. Ich bin zur Wahl gegangen. Erstmal ist es wichtig zu wählen, finde ich. Und gerade heute, wo alle wichtigen Gremien gewählt wurden, also Senat, Fachschaft und so weiter, ja. Ich war deshalb wählen, weil ich keine Lust habe, dass andere Leute entscheiden, wer uns vertreten soll. Da will ich mitentscheiden. Zur Wahl gehen bedeutet also mehr, als nur ein Kreuz auf einem Zettel zu machen.